kann ich vornehmen. Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft. 8 Jahre ist das ja nun schon mittlerweile her und mancher erinnert sich nicht mal mehr an die Witze über die Metropa. Mittlerweile will man aber aufbrechen zu neuen Ufern und zurück zur alten Tradition. Doch im Alter von 80 Jahren darf man ja auch mal innehalten. Glanz und Gloria, Schimpf und Schande. In Dresden erinnert seit heute eine Ausstellung an die Metropa. Schöner machte die Metropa das Reisen sicher nicht immer. Aber so manche Anekdote würde ohne sie fehlen. Geschichten über unbestimmbaren Bulettengeschmack oder mufflige Kellner zu DDR-Zeiten etwa. Das ledierte Image aufpolieren wollen die Aussteller aber gar nicht, denn dieses Unternehmen hat zu den Zeiten, in denen es jeweils existierte, das geboten, was gefragt war. Ich denke, der Reisende zu DDR-Zeiten hätte mit dem Angebot von heute wenig anfangen können. Der Reisende in den goldenen 20ern hätte mit dem Angebot von heute wenig anfangen können. Darauf waren die Reisenden in den goldenen Metropa-Zeiten gleich nach der Gründung 1916 gar nicht angewiesen. Der Rheingold-Express war das Prestigeobjekt der Metropa-Aktiengesellschaft. Die roten Wagen machten das Reisen mit Speisen und Schlafabteil zum Erlebnis. Nach dem Ersten Weltkrieg bröckelte das Image. Der Monopolist bekam Konkurrenz aus Frankreich. 1928 begann eine neue Ära. Ein Metropa-Kellner servierte an Bord einer Lufthansa-Maschine die erste Mahlzeit. Himmelfahrtsverpflegung hieß das früher. Vom noblem Image ist nicht viel geblieben, nur das Tafelsilber vom Rheingold-Express. Geblieben sind aber viele Erinnerungen aus der Vergangenheit, die die Besucher weitergeben wollen. Kinder, die das spannend finden, wie das Spielzeug früher aussah, Großväter, die erzählen können, wo sie die erste Märklin-Eisenbahn her haben. Vom Museumsstress ausruhen können die Besucher in abgenutzten Original-Reichsbahnen sitzen. Und unfreiwillig erinnert auch das Museum an alte Zeiten. Am 80-jährigen Jubiläum gibt es seit heute eine Ausstellung über die Geschichte der ersten Restaurants auf Schienen. Das Metropa-Logo, jeder kennt es und die Ausstellung ist auch in seiner Form angeordnet. Ein Gedanke war, dieses Logo der Metropa, das M mit dem Speichenrad und dem Schriftzug seit 1916, ein Warnzeichen, was das Unternehmen seit 70 Jahren führt, für die Ausstellung zu nutzen. Und insofern habe ich das Logo dreidimensional vergrößert, gedanklich, und dann aus dem berühmten Buchstaben M, wie mit einem Kuchenmesser, einzelne Stücke geschnitten, die dann letztlich zusammengesetzt den Buchstaben ergeben und sonst im Einzelnen die Schaukästen darstellen. 80 Jahre eines Betriebes in die Form einer Ausstellung zu bringen, ist nicht einfach. Noch dazu, wenn sich so viel in der Geschichte der rollenden Kellner und Köche geändert hat. Vor allem die Trennung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Fusion nach der Wende gehören dazu. Inzwischen hat sich vieles getan. Wir haben eine Fusion mit der DSG der alten Bundesländer vollzogen. Wir waren ja getrennt zur Wende 1945 und damit hat es einen neuen Schub gegeben. Wir haben neue Geschäftsfelder übernommen, wir haben uns neu profiliert und wir haben ein neues Unternehmensleitbild. Und zu diesem Bild gehört der Kellner in der Fashion-Uniform in Blau mit der Fliege in Pink. In den Küchen der Züge hat sich natürlich auch eine Menge getan. Mikrowellenessen im Zugbistro. Und natürlich die Preise. Metropa-Café für 4,40 Mark. Die Schau im Verkehrsmuseum befasst sich aber vor allem mit Einrichtung und Angebot der Metropa. Vieles ist im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Dann ist vieles zu DDR-Zeiten weggeschmissen worden auf diesen sogenannten Müllhaufen der Geschichte. Und wir haben die Wände alle hinter uns gebracht. Und da ist auch vieles wieder auf den Müllhaufen der Geschichte zumindest gewandert. Und wenn es nicht geben würde, die vielen, vielen Sammler, die vielen, vielen Freunde der Metropa, die diese insgesamt 199 Exponate letztlich zur Verfügung gestellt haben, und zwar kostenlos, dann hätte ich diese Ausstellung nicht machen können. Geklappt hat es dann mit Hilfe der Fans doch. Zu den Exponaten gehört auch ein Teeservice, das leider nie zum Einsatz kam. Auch mit dabei die DDR-Ausgabe der Metropa-Gedecke und das dazugehörige Schild. Wurde aber doch bedient, gab es ein ziemlich großes Sortiment für den Reisenden der Bahn. Und zum Kultstatus wurde ein Produkt der damaligen Zeit, schuld daran H.P. Kerkeling, die Duschhaube.